Das Spezielle an diesem Dreh war, dass wir komplett mit Team und Schauspielern, teilweise bis zu 15, 20 inklusive der SEK-Einsatztruppe, 5 Tage in einem Raum gedreht haben. Das heißt, wir waren 5 Tage von morgens 8 bis teilweise abends um 11, alle mit eingesperrt in dem Raum der Geiselnahme. Und das hat sich schon speziell auf die ganze Stimmung niedergeschlagen. Also der höchste emotionale Punkt war definitiv die Szene mit Stefan. Also mit Andy Wagner, in der er mir mitteilt, dass er derjenige war, der Mareike getötet hat. Und wo diese Energien, diese Aggression, die Martina aufgebaut hatte, weil sie nun Gerechtigkeit für Mareike wollte und Hendrik zur Strecke bringen wollte, die zerplatzt wie eine Seifenblase und man fällt ganz, ganz tief von der Emotion her und hat dann einen so wunderbaren Kollegen, der anfängt zu heulen wie ein Schlosshund. Ich konnte wirklich nicht anders, als einfach mitheulen. Diese ganze Atmosphäre war so gespenstisch. Und wenn man dann die Kollegen neben sich hat, immer die Bedrohung, es kann ja sofort geschossen werden. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Mir läuft, vielleicht sieht man es, mir läuft schon wieder die Gänsehaut über die Arme und über den Rücken. Und nun hatte ich ja auch noch das Pech oder wie. Also ich war diejenige, der Kittler, als er getroffen wird, auch noch in den Schoß fällt. Natürlich weiß ich als Schauspielerin, das ist kein echtes Blut, was da kommt. Das kann ich mir im Kopf auch 100-mal sagen. Aber wenn da jemand umkippt, man kriegt Spritzer ab, man hat so feuchte, warme Sachen, die einem über die Klamotten laufen, da ist das in dem Moment Blut. Also für mich jedenfalls. Die Schwierigkeit bei der Konzentration, der Vorbereitung auf diesen Schuss war, dass es so ungewöhnlich ist, weil es eine Situation ist, die man noch nie erlebt hat und natürlich auch nicht erleben möchte. Und obwohl ich genau wusste, dass mir nichts passieren wird, hatte ich trotzdem so eine diffuse Angst. Das heißt, nicht jetzt vor diesem Schießen, vor diesem Drehen an sich, sondern Angst, dass mir aufgrund, weil beim Drehen so eine Verletzung gezeigt wird, dass ich mich anderweitig verletze, also dass ich ausrutsche und genau auf die Stelle, die angeschossen wird, falle. Wir haben diese ganzen Szenen geprobt, 2 Tage. Dazu kamen noch Stuntproben, Schießproben und so weiter. Und haben dann diese Szenen chronologisch gedreht, das heißt in der Reihenfolge, wie sie passieren. Dadurch hat sich auch, glaube ich, eine sehr realistische und authentische Stimmung aufgebaut in dem Raum, sodass vor allen Dingen die Schauspieler das Gefühl hatten, es ist wirklich eine reelle Situation. Was auch ganz furchtbar war, das war dann, obwohl sie ja sozusagen zu unserer Rettung gekommen sind, das war, als das SEK gestürmt hat. Wir haben die Kollegen gesehen vorher, wir haben mit denen geredet, wir haben mit denen, die hatten ihre Uniformen an, hatten aber natürlich diese Vermummungshelme nicht auf. Und da waren die sympathisch, da konnte man mit denen reden, war alles okay. Aber in dem Moment, wo die reinkamen und ihre Helme auf hatten und plötzlich wie Monster kamen die rein. Die waren alle austauschbar, die waren, ja, es kamen da, weiß ich, 5 Leute reingestürmt, vor denen ich auch Angst hatte, obwohl sie uns ja retten sollten, als die dann kamen, als das knallte. Ich wusste auch, dass es Platzpatronen sind, aber in dem Moment hatte ich Angst, dass es ist irrational, dass ich da getroffen werde, so verrückt wie das ist. Und als sie sich auf einen geschmissen haben, also mit ihrem Körper, um körperlich Schutz zu gewinnen, also ich sage nur, nie sowas in Wirklichkeit erleben müssen. Wir haben im Grunde 2 komplette Tage in diesem Personalaufenthaltsraum verbracht, als Geiseln. Und diese Szene, wo die Schnur zusammenbricht, nachdem sie die ganze Zeit sich kümmert, versucht, das Ganze mitzutragen, dass das nicht eskaliert, sich um den Wagner, der zusammenbricht, kümmert, sich um Mörchen kümmert, die zusammenbricht. Und ganz zum Schluss, dann, wenn alle gegangen sind und sie denkt, sie ist jetzt für einen Moment alleine, auch auseinanderfällt. Da läuft es einfach alles und die Schleusen sind offen. Als Autor überlegt man sich natürlich schon, wie man so eine Figur wie Martina Fradtke enden lässt, tragisch oder mit Happy End.
Wir haben uns entschlossen, sie mit einem Happy End rauszuschicken und hatten da schon einige Hürden zu überwinden. Letzten Endes sind wir auf die Falschaussage der anderen drei Figuren gekommen, Schnorr, Andi und Mörchen, die aus sehr menschlichen Gründen Martina die Freiheit gönnen, genauso wie wir Autoren ihr die Freiheit gegönnt haben. Und dann etwas tun, was sicherlich gegen das Gesetz ist, aber menschlich nachvollziehbar und verständlich.